Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Weltbild dies. Mein Name ist Franziska Kurz und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen aus meinem Wohnzimmer in Ihr Wohnzimmer. Heute bleiben wir im Münchner Umland, also hier, wo ich zu Hause bin, und wir reisen an den Starnberger See. Aber wir verlassen die Zeitebene. Wir begeben uns fast 70 Jahre in die Vergangenheit, ins Jahr 1953, und werden da eine Weile bleiben. 1953. Was wissen Sie über dieses Jahr? Ich habe ein bisschen gelesen und ich weiß jetzt, dass Elisabeth II. Von England in diesem Jahr gekrönt wurde. Chruschtschow hat mit seiner Entspannungspolitik begonnen. In Kuba brach die Revolution aus und in der DDR wurde ein Volksaufstand blutig niedergeschlagen. Das sind die Ereignisse oder einige davon, die in diesem Jahr die Geschichtsbücher geprägt haben. Aber das sagt uns nichts über das normale, das reale, tägliche Leben. Das sagt uns nichts darüber, welche Lieder gesungen worden sind, wie die Mode war, was die Menschen gegessen haben, wie sie sich gefühlt haben und wie der Sommer so war. Jemand, der das sehr gut weiß, mit dem spreche ich heute. Sie ist Illustratorin, Grafikerin und Autorin und seit vielen Jahren in der Nähe des Starnberger Sees zu Hause. Ich freue mich sehr auf Stefanie Schuster und ihre Wunderfrau. Dieser erste Teil der Trilogie Die Wunderfrauen ist letzte Woche erschienen beim Fischer Verlag und Sie können ihn kaufen, natürlich in jeder Weltbild-Filiale und bei Weltbild online. Und während wir miteinander reden, können Sie uns auch Fragen stellen. Auf der Facebook-Seite von Weltbild haben Sie die Möglichkeit, live zu kommentieren, zu teilen, zu liken und uns natürlich zu fragen. Alles, was Sie so wissen wollen über die 50er, über das Schreiben von Stefanie Schuster und alles, was Sie sonst vielleicht am Leben der Autorin interessiert. Ich werde immer wieder nachschauen auf meinem Tablet, gerade noch aus, aber dann wieder an und warten, was Sie denn für uns haben. Aber bevor wir anfangen, miteinander zu reden, schalten wir in die Weltbild-Filiale nach Forchheim zu Monika Kraus. Hallo Monika, schön, dich wieder einmal zu sehen. Magst du dich unseren Zuschauern noch einmal vorstellen? Mein Name ist Monika Kraus und ich bin seit 14 Jahren Filialleitung in der Weltbild-Filiale im fränkischen Forchheim. Was begeistert dich am Alltag als Buchhändlerin? Seit ungefähr 40 Jahren bin ich Buchhändlerin mit Leib und Seele. Es ist doch toll, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und mit dieser Entscheidung glücklich ist. Das merken hoffentlich auch unsere Kunden. Meine Begeisterung für Bücher gebe ich gerne weiter und freue mich über jede Rückmeldung. Was bedeutet dir Literatur und weshalb liebst du Bücher? Wie schon Groucho Marx von den Marx Brothers sagt, Fernsehen bildet. Immer wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese. Bei unserem Fernsehprogramm aktueller denn je. Ich lese für mein Leben gern und ich lasse mich immer gern in fremde Welten entführen. Mein Fernweh führt uns heute in die Bretagne und in die Provence. Vielen Dank für diese schönen Fernweh-liebreizenden Buchtipps, aber du hast bestimmt noch mehr für uns. Folgen Sie mir in die Bretagne mit Jean-Luc Banalec und den bretonischen Spezialitäten. Es ist der 9. Fall von Kommissar Dupin, der zu einem Polizeiseminar nach Saint-Malo muss. Als er in der Pause durch die Altstadt schlendert, ereignet sich unmittelbar vor seinen Augen ein Mord. Und dem nicht genug, eine heimtückische Mordserie erschüttert die ganze Gegend. Seminar passé, es muss ermittelt werden. Und weiter geht's in die Provence. Mit Nina George und Südlichter. Ein poetischer Roman über die Liebe und die Macht der Literatur. Der Trödelhändler Maurienne eröffnet 1968 die Überlandbibliothek Phyllis und sieht sich am Anfang dem Misstrauen der Provence-Bewohner gegenüber.
An seiner Seite Marie-Jeanne, ein 12-jähriges Mädchen, das mit einer einzigartigen Gabe ausgestattet ist. Sie kann die Liebe buchstäblich sehen und welche Herzen füreinander bestimmt sind. Was wird sie wohl mit ihrem Wissen anfangen? Was die vier Wunderfrauen anfangen, das werden wir gleich im Anschluss hören. Vielen Dank nach Forchheim. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir lernen heute vier starke Frauenfiguren kennen bei den Wunderfrauen. Und wenn Sie sie mit mir zusammen kennenlernen, dann fragen Sie sich vielleicht aus unserer heutigen Sicht, was denn an ihnen so besonders ist. Denn vieles von dem, was sie sagen, tun, wen sie lieben und wie sie ihr Leben leben, das erscheint uns aus heutiger Sicht im Jahr 2020 vollkommen normal. Sie müssen aber bedenken, vor fast 70 Jahren war das Leben ein anderes und auch das Leben der Frauen ganz besonders. Vieles von dem, was unsere Wunderfrauen denken und wagen, ist damals eine kleine Revolution gewesen. Und wie sollte sich dann jemals etwas ändern, wenn nicht ab und zu eine oder einer eine Revolution startet? Und damit gebe ich jetzt nach Starnberg. Hallo Steffi, ganz liebe Grüße aus München nach Starnberg. Hallo Franzi, ich freue mich sehr, dass wir miteinander reden. Ich mich auch. Und ich muss als allererstes meine Glückwünsche an dich loswerden. Ich habe gesehen, ab Montag stehst du auf der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 11 und das aus dem Stand. Ja, vielen Dank, freue mich sehr. Sehr gerne, also absolut verdient. Die Wunderfrauen sind vor einer Woche erschienen und im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels steht, nächste Woche Montag wird es ganz offiziell für ganz Spiegel Deutschland werden. Du hast es geschafft. Toll, ja. Ja. Wahnsinn, also unglaublich einfach. Wie fühlst du dich? Ja, super. Es ist, ja, kann man gar nicht beschreiben. Es ist einfach toll. Ja, du strahlst. Ja. Das ist schön. Kommen wir zum Buch. In den Wunderfrauen lernen wir Luise, Helga, Annabelle und Marie kennen. Und diese vier Frauen werden uns über die ganze Dicke begleiten. Magst du sie uns vorstellen? Wer sind sie und wie leben sie so? Ja, da ist als erstes Luise. Sie träumt von einem eigenen Laden. Und sie, also so viel kann man, glaube ich, verraten. Im Laufe des Romans erfüllt sich dieser Traum auch, aber es ist ein weiter Weg. Dann ist da Marie. Marie ist eine Vertriebene aus Schlesien. Sie hat alles verloren und ein sehr schlimmes Schicksal erlitten. Und sie versucht bei Starnberg in Leutstetten, das ist ein kleines Dorf, wieder Fuß zu fassen, überhaupt wieder Vertrauen zu den Menschen zu finden. Sie liebt Pferde und ist Malerin. Dann gibt es noch Helga. Helga wohnt in München mit ihren reichen Eltern und hat aber die Faxen dicke, weil sie soll da wie so ein Schmuckstück verheiratet werden. Sie beugt sich, also sie hat keine Lust mehr, sich da zu beugen und widersetzt sich ihren Eltern. Sie bricht dann den Kontakt ab und muss ganz von vorne anfangen, also ganz unten sozusagen. Sie beginnt eine Ausbildung zur Lernschwester. Und da verknüpft sich der Roman dann schon mit der Annabelle. Die Annabelle ist die Ehefrau des Klinikleiters der Seeklinik. Und die Annabelle, die sucht noch nach einer Aufgabe. Das ist vielleicht die von den vier Frauen, die noch nach einer wirklichen Lebensaufgabe sucht, während die anderen drei ja schon einen großen Traum haben. Sie muss den noch finden. Wie alt sind die vier denn ungefähr? Also sie sind, die Annabelle ist die Älteste und die so Anfang, also die Helga ist 21, sie ist gerade volljährig geworden, weil damals war man ja erst mit 21 volljährig und kaum ist sie volljährig, widersetzt sie sich ihren Eltern. Und die anderen sind dazwischen, also zwischen 21 und Ende 20, weil es ja eine Trilogie ist, deswegen habe ich mir da, sind sie am Anfang relativ jung. Damit sie Puffer haben zum Wachsen. Genau. Ja. Wir haben auch ein ganz schönes Bild, wie zwei von ihnen ausgesehen haben könnten. Mhm. Marie und Luise könnten das sein, die wir da sehen auf dem Bild. Genau. Mhm.
Ja, also das habe ich mir gedacht, das habe ich entdeckt in einem Buch und dachte mir, das könnten die beiden sein, und zwar die Luise und die Helga, die im Laufe des Romans Freundinnen werden und da schauen sie aus der Ladentür raus. Und typisch mit diesen Schürzen und ja, aber einfach diese fröhlichen Gesichter und diese Neugier und ja, das habe ich irgendwie so positiv gefunden, das Foto. Ja. Wie viel von dir steckt denn in den vier verschiedenen Frauenfiguren? Sehr viel, weil das geht gar nicht anders. Wenn man einen Roman schreibt, muss man sich ganz identifizieren mit den Figuren und sich damit auseinandersetzen. Also auch wenn die Frauen was machen, was man jetzt selber nicht machen würde, muss man sich trotzdem damit auseinandersetzen. Und aber von den Träumen und Hoffnungen steckt sehr, sehr viel, fast alles in mir auch. Also die Frauen haben so Träume, die ich auch habe oder gehabt habe. Gibt es eine Figur, die du am meisten magst? Eigentlich nicht. Ich versuche immer jede Figur, also an der ich gerade schreibe, es sind ja vier Perspektiven, also auch im Buch ist immer hintereinander so abwechselnd jede Sicht erzählt. Und da versuche ich immer in jede Figur ganz, ganz genau reinzuschlüpfen und so lange, bis ich sie mag, also bis ich auch nachvollziehen kann für mich selber, was sind ihre Beweggründe und dann ist sie mir auch ganz nahe. Also dann ich mag eigentlich alle sehr gerne. Hast du keinen Liebling? Nein, ich nicht. Aber ich habe Ich schon schon. gehört, dass, ja, was hast du denn für einen Liebling? Ich mochte die Helga wahnsinnig gerne, weil die so selbstbestimmt ist und sich also echt ein Dreck darum schert, was die anderen von ihr denken. Und oh, die hat mich begeistert. Also Ja, alle das anderen waren stimmt. auch toll, ja, aber sie war, ja, mit dir wäre ich gern befreundet. Ah, ja. Ja, das freut mich sehr, weil ich glaube, die ist auch, ja, die lässt sich einfach auch nicht so gefallen als mit Worten. Ich glaube, die anderen lassen sich auch nichts gefallen, aber zum Beispiel die Luise, die ist eher so eine, ja, die schaut sich die Sache erstmal an, die ist einfach eine sehr gute Beobachterin und nimmt sich selber dabei vielleicht mehr zurück und dadurch wirkt sie vielleicht ein bisschen. Ja, nicht so vordergründig wie die Helga. Aber die Helga ist für mich auch eine, ja, die ist für mich, ich würde sie auch gerne in echt sehen, sagen wir mal so. Ja. Nicht nur als Romanfigur. Ja, neben ihr wirkt dann die Luise fast ein bisschen blass manchmal, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass man nicht sehen würde, was es für eine patente, auch wirtschaftlich positiv denkende, eigenständige Frau ist. Aber ja, verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Aber die Helga und die Luise werden ja Freundinnen und Ja. im Laufe des Romans erfährt man ja auch, warum die Helga die Luise so bewundert, also warum sie in der Luise eine Wunderfrau sieht und umgekehrt. Also die beiden offenbaren sich das, ich glaube nicht direkt, aber indirekt offenbaren sie sich, warum sie sich gegenseitig als Wunderfrauen betrachten. Ja, sie entdecken ineinander, glaube ich, Qualitäten, die man einfach nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, und so ist es So. ja auch bei den beiden anderen. Also Ja. auch wenn vielleicht die Annabelle der Charakter ist, der am meisten aneckt am Anfang. Ja, ihr Auftreten, das war, am Anfang habe ich immer gedacht, warum verhält die sich so, bis ich es dann verstanden habe, als ich ihre Geschichte gelesen habe. Ach, aber ich will nicht spoilern. Wir machen Ah einfach ja, gut. weiter. So, jetzt muss ich dich was Fieses fragen. Wenn du keinen Liebling hast, ging dir mal eine Figur auf die Nerven? Hast du mal bei einer gedacht, oh Mann, jetzt mach doch mal oder wieso tust du das jetzt? Also das eigentlich nicht, weil da bin ich ja schon so ein bisschen gottähnlich. Ich bin ja der Bestimmer und manchmal machen die Figuren nicht, was ich will. Dann muss ich mir das erstmal anhören. Das passiert meistens nachts, dass sie mir dann so einflüstern, was sie lieber machen würden. Ich lasse mich schon überzeugen, aber letztendlich müssen sie einfach tun, was ich will. Und da beugen sie sich manchmal nicht oder eben wie die Helga, die macht dann ihren eigenen Kopf. Also die macht einfach ihr eigenes Ding dann und dann lasse ich mich aber überzeugen. Ja, so ist es mit allen. Also ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, wen ich wirklich ablehnen würde, auch von den Nebenfiguren. Also da sind mir manche sehr ans Herz gewachsen. Und ja, da freue ich mich auch drauf, in den nächsten Bänden über die zu schreiben.
Also ziehen die quasi gedanklich bei dir zu Hause ein? Ja, also ich glaube, frag meine Familie nicht nur gedanklich, sondern die leben hier schon. Ja. Ja. Kriegen die denn auch eine Teetasse morgens hingestellt oder geht es nicht so weit? So weit noch nicht, aber beim Frühstück nehmen sie teil und beim Mittagessen und beim Abendessen, weil Ja. ich mir alle Geschichten mit meinem Mann zusammen ausdenke. Und immer wenn Ja. ich nicht weiterkomme, frage ich ihn, den Thomas. Und dann, ja, er weiß immer weiter und er kann auch ganz bildhaft denken. Also er spielt mir dann die Szenen vor, wenn ich nicht weiterkomme. Also die Schlussszene zum Beispiel, die hat er mir wirklich vorgespielt. Die habe ich dann auch als erstes geschrieben. Also ich fange immer von hinten an beim Schreiben. Weil das ist so, da weiß ich auch, was ich zuschreiben muss. Wenn ich dann schon mal den Schluss habe, hu, dann ist nicht so viel, dann muss ich ja bloß noch den Mittelteil schreiben. So mache ich das. Bei 500 Seiten ist das ja ein Klacks. Ja, also ganz unwesentlich wenig Arbeit, die dann noch auf dich wartet. Ja. Also kann man sich so vorstellen, dass ihr dann tatsächlich beim Essen sitzt und er dich fragt, was hat die heute wieder gemacht? Ja, also eher umgekehrt. Ich frage ihn, was könnte die heute machen, wenn Ja. ich ihn feststecke. Also Ja. ich überlege mir Fragen und er weiß eigentlich immer eine Antwort. Er kommt Sondern übrigens ein auch im Ruf Buch vor, Thomas. das ist der Schreiner Notnagel. Cool. Hat er eine Ehrenrolle bekommen? Ja, der Mann Das für ist alle Fälle. schön. Der Wundermann, mein Ja. Wundermann. Dein Wundermann zu deinen Wunderfrauen. Oh, Ja, ist das schön. ja. Liebe Steffi, bevor wir jetzt hier so ganz schlimm ins Schwärmen kommen über die Männer, willst du uns eine von deinen Wunderfrauen näher vorstellen und uns etwas vorlesen? Gerne, ja, weil du doch die Helga so gern magst, habe Ja? ich da eine Passage von der Helga. Vielen Dank, uns allen ganz viel Spaß. Nahe der Bühne war Helga eine Gruppe Soldaten aufgefallen. Die GIs trugen Uniformen, hatten sie aber zum Teil aufgeknöpft, die Ärmel hochgekrempelt und ihre Kappen abgesetzt. Sie klatschten und lachten, schienen die bayerische Band anzufeuern. Offensichtlich machten sich die Besatzer über diese biedere Veranstaltung lustig. Ein Soldat fiel ihr besonders auf. Erst schnippte er mit den Fingern, dann zupfte er an einer unsichtbaren Gitarre und bog sich nach hinten wie einer dieser begnadeten amerikanischen Musiker, die Helga von Schallplattenhüllen kannte. Der musste es sein, beschloss sie. Zügig durchquerte sie den Saal an den Tischen vorbei und trat vor ihn hin. Eigentlich hatte sie ihn auf Deutsch zum Tanzen auffordern wollen, aber das Pfeifen und Johlen seiner Kameraden, als sie sich an ihnen vorbeidrängte, brachte sie durcheinander. Sie besann sich, klaubte ihre Englischkenntnisse zusammen und rief lauter als beabsichtigt: Would you ask me for a dance? Es kribbelte, als seine Finger ihre Taille umfassten. Er schien einen ganz eigenen Rhythmus zu haben und bald schwebte Helga über den Tanzboden. Der nächste Hit begann mit einem grellen Trompetensolo, das jede Unterhaltung unterband. Aber sie mussten nicht sprechen, jedenfalls nicht mit Worten. Der Soldat grinste sie an, zog die Augenbrauen hoch, wenn ein schiefer Ton erklang, zwinkerte oder spitzte den Mund. Helga lachte und spürte, wie alle Anspannung von ihr abfiel. Herrlich, sie war in ihrem Element. Gehen Sie weg, Sie sind mir viel zu keck, trällerte die Sängerin. Gehen Sie weg, es hat ja keinen Zweck. Der Trompeter hatte sein Instrument zur Seite gelegt, beugte sich zum Mikrofon vor und brummte: Das sagt Gretchen und mein Mädchen, geht ein Mann mit viel Schwung einmal dran. Helga bemerkte die abschätzigen Blicke, als sie sich in den Armen des GIs zwischen den Paaren drehte. Aber kaum war das Lied zu Ende, löste sich ihr Kavalier von ihr und lief zu seinen Kameraden zurück. Das war's wohl. Sie hatte sich zu früh gefreut, stand allein auf der Tanzfläche wie bestellt und nicht abgeholt. Doch ihr Looker, wie sie ihn für sich nannte, kehrte zurück. Sorry, ein klein, wie sagt man, Änderung, darf ich bitten? Er verbeugte sich sogar, bevor er sie wieder umfasste. Diesmal fing das Lied mit schnellen Klaviertakten an. Die Melodie raste die gesamte Tastatur auf und ab, vor und zurück. Wieso beherrschte die Band auf einmal einen Boogie-Woogie? Helga spähte auf die Bühne.
Ein Soldat hatte den Platz des Klavierspielers eingenommen. Hatte ihr Tanzpartner das arrangiert? Schon wirbelte er sie herum, warf sie an einer Hand von sich fort und zog sie im letzten Moment wieder zu sich her und immer so weiter. Mit den Füßen tippte er auf den Boden, streckte die Beine aus, hüpfte und lachte und sie tat es ihm nach. Bald drehte sich der ganze Saal mit ihnen, immer schneller im Takt der Musik. Sie tanzten und tanzten, Boogie-Woogie, Cha-Cha-Cha und Swing. Alles löste sich, all die festgefahrenen Gedanken, die Zweifel und Ängste, mit denen Helga sich in den letzten Wochen geplagt hatte. »Wollen wir ein bisschen nach draußen gehen?« schlug sie vor, als sie völlig außer Atem waren und auch die Musiker eine Pause brauchten. Das war's mit Helga erstmal. Vielen Dank dir. Und ich finde, da kommt dann schon so ein bisschen was rüber, was ich vorhin angedeutet habe. Diese kleine Revolution, dass sie sich traut, zu einem Mann zu gehen, den sie nicht kennt, und ihn aufzufordern zum Tanzen oder ihn aufzufordern, sie aufzufordern. Und sich auch bewusst ist, dass die anderen Menschen in dem Saal, die schauen sie alle an. Wir erfahren später noch ein bisschen mehr, warum. Und das ist ja auch schon was. Also ich habe in meinem ganzen bisherigen Leben einmal einen Mann aufgefordert zum Tanzen und da brauchte ich meinen ganzen Mut. 70 Jahre früher, da war da ja kein Gedanke da dran. Ja. Und dann auch noch einen von den Besatzern. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja die Revolution. Also die Besatzer, die amerikanischen Besatzer waren ja da, die wurden ja dann alle abgezogen, auch aus Bayern. Ein Teil blieb noch, ist ja bis heute auch hier, aber die meisten wurden abgezogen und da jetzt, also das war ja irgendwie indirekt eigentlich noch der Feind und dann gab es ja viele Männer, also Ehemänner, die zurückkamen aus der russischen oder amerikanischen oder französischen Gefangenschaft und die waren auch alle in diesem Saal und da ist es schon wirklich eine Revolution, dass sie sich das traut. Ja, und wie ich in den Seiten davor gelesen habe, sie sieht unfassbar toll aus. Sie hat sich ein Kleid, man würde heute sagen, zurecht designt, weil es ihr davor zu simpel war, zu wenig aufregend. Und also die Frau muss ja eine Wahnsinnsfigur haben. Hammer! Ja. Ja, also das ist ja auch typisch für die 50er Jahre. Man hat sich einfach selbst geholfen. Also die meisten Frauen haben schneidern können, auch aus der Not heraus. Man musste ja stricken, häkeln, nähen können, damit man überhaupt was zum Anziehen hatte oder einigermaßen, dass man sich auch einigermaßen wohlgefühlt hat damit. Und da macht die Helga eben selber sich schnell mal das tollste Kleid. Ja, kannst du selber auch nähen? Ja, kann auch selber nähen. Ich hatte, also meine Schwiegermutter war Schneiderin und die hat es mir gelernt. Und die war eine strenge Lehrmeisterin und es hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ja, und meine Töchter auch. Also ich habe es weitergegeben. Sehr schön. Die Mode der 50er. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was ist denn typisch gewesen in der Zeit? Ja, die Röcke mit viel Petticoats, also möglichst mehrere übereinander. Die Helga macht so, ein Petticoat ist sehr teuer. Der wallende Unterrock, der dann den Rock, also wie bei Marilyn Monroe, so hoch bläst. Das ist relativ teuer, also man hat sich's am besten auch wieder selber genäht. Aber die Helga, die kommt ja erstmal aus einer reichen Familie, die konnte sich das leisten. Und enge Oberteile, schulterfrei, die Arme betont, weiten Ausschnitt. Eine sehr schmale Westentaille, dazu eine Schmetterlingsbrille, Pumps mit Pfennig absetzen. Man hat aber auch genauso gut auch Bleistiftröcke getragen oder enge Hosen, so Capri-Hosen zum Beispiel. Da behilft sich dann wieder die Marie, die näht sich so eine Art Capri-Hose. Bei den Taillen zu der Zeit, ich habe mir ein paar Fotos angeguckt, die aus den Jahren stammen. Ich habe mich da immer gefragt, was haben die gemacht? Ist es entweder der Eindruck mit diesem sehr weiten Rock, dass die Taille so schmal aussieht, oder zieht man da heimlich irgendwas drunter? Was ja, zieht man was drunter. Also es ist so ein, ja, es ist so ein Bustier. Ja, man hat nachgeholfen. Gut, dann fühle ich mich jetzt ein bisschen besser. Ja. Ich habe mich
immer gefragt, wie kriegt man denn diese Kurven hin? Ja, also oben durchaus Kurve, dann diese wahnsinnig schmale Taille und plötzlich wird es so glockig und hüftig. Von der Mode zum Kochen. Hängt ja auch irgendwie beides zusammen, ne? Ja, das sind übrigens die zwei wichtigsten Fragen der 50er Jahre, der Frau der 50er Jahre. Die zwei wichtigsten Fragen: Was soll ich heute kochen und was ziehe ich heute an? Also um mehr ging es nicht in der Zeit. Nein, nur natürlich vordergründig, weil man wollte dem Mann was Gutes auf den Tisch stellen, dem Ehemann natürlich nur, weil wilde Ehe gab es nicht oder durfte man nicht und war verpönt. Und man musste dabei auch noch gut ausschauen, also ein perfektes Menü und dann noch eine tolle Figur dazu. Wir haben eine ganz schöne Collage, wie der Dahlmannsche Laden, also der Laden von der Luise, ausgesehen haben könnte. Und die Luise kann ja wahnsinnig gut kochen. Die ist ja auch Köchin gewesen in dem Lager für Displaced People, habe ich das richtig gesagt? Persons, Displaced Persons, also DP Camp. Einmal kann sie auch sagen, Lager für Heimatlose, also auf Deutsch. Das sind die Menschen, die aus, ja, die keine Heimat mehr hatten, meistens KZ-Überlebende, die wurden da wieder aufgepäppelt, wenn sie dann überlebt haben und die auch die, also sehr, sehr schwer, wenn jemand fast verhungert ist, ihn überhaupt wieder ins Leben zurückzuholen. Und da hat sie als Köchin gearbeitet. Dieses Camp gab es wirklich in meiner Heimat in Felderfing. Also Ach, hier das ist bei auch wieder Schwanau. so ein, ich sag mal, zurückerinnerndes biografisches Element. Genau. Also da habe ich ganz genau recherchiert. Ich wusste das vorher nicht. Vor dem Roman wusste ich nicht, dass es dieses Camp hier gab. Das ist auf einem ehemaligen, vorher war da eine Nazi-Eliteschule. Da errichtet wurden, da wurden alle Villen beschlagnahmt. Hier am Starnberger See gibt es ja sehr schöne, sehr große Villen, zum Beispiel auch eine, in der der Thomas Mann gewohnt hat. Die wurden alle beschlagnahmt und da wurden erst diese Nazi-Elite-Schüler untergebracht. Und als der Krieg verloren war, kamen ja die Amerikaner und haben diese Villen und diese Sturmbannhäuser, die die Nazis da errichtet haben, beschlagnahmt und haben da die Flüchtlinge eigentlich, also diese Heimatlosen, untergebracht. Und das war teilweise relativ luxuriös dann, also zumindest für den Anfang. Und es war wie ein eigenes Dorf. Also sie hatten eigene Läden, eigene Geschäfte und eigene, also es waren hauptsächlich Juden und ja, sie durften dann halt ihr Leben wieder einigermaßen aufbauen. Es gab fast jede Woche eine Hochzeit, weil diese Menschen, die haben ja ihre eigene Familie verloren und haben sich nach einer neuen Familie gesehnt. Und das hat die Luise alles miterlebt. Das ist die Vorgeschichte zum Roman. Denn am Anfang verliert sie ihre Stelle als Köchin und träumt dann von einem Laden, von einem ihr eigener Chef sein. Das ist ihr großer Traum. Nicht mehr angestellt sein, das kennt man ja vielleicht. Oder Frau vielleicht, sein eigener Chef sein. Hast du ein Lieblingsrezept aus den 50ern oder hast du bei der Recherche festgestellt, dass es irgendwas gibt, was die ganz besonders toll konnten, was man wiederentdecken sollte? Ja, Schokolade. Schokolade kann man doch immer brauchen. Da ist ein Rezept drin, wie die Luise Schokolade herstellt. Genau, ich hab ja auch also ein Notizbuch, Luises Notizbuch in dem Roman eingearbeitet. Das ist immer so, bevor die Luise drankommt, sind ein paar kurze Texte aus ihrem Notizbuch eingefügt. Da lernt man dann so mit ihr zusammen alles Mögliche über das Laden führen. Also nicht nur solche Dinge wie, wie bedient man eine Kasse, sondern auch, wie möchte sie ihre Kunden begrüßen oder was sollte in ihrem Standardsortiment sein und wie möchte sie, dass die Kunden sich fühlen und all diese Dinge. Und ich fand das ganz toll, wie die Luise auch Dinge lernt, die ich so als intuitives Marketing betrachten würde. Also sie geht da auf Konkurrenzforschung bei dem anderen Laden im Dorf, aber auch in München. Und sie lernt da zum Beispiel, dass man als Verkäuferin die Kundin vorsichtig und freundlich auf Schwächen hinweisen sollte und dann gleich eine Lösung anbietet. Genau, also das wichtige Motto, was sie sich dann aneignet, das ist auch der Luise ihre Stärke, ist hören,
und Überhören. Später den Kunden eben hören, was die Kunden erzählen, aber wenn es dann was zu persönlich wird, ist auch wiederum zu überhören, weil sie will es ja nicht weiter tratschen. Das ist ja das, was die andere Ladenbesitzerin im Ort macht. Und das ist, also sie nimmt es so, ihr Traum ist ihr so wichtig und dies als Ladenbetreiberin, dass sie will einfach alles richtig machen. Zum Beispiel, wie begrüßt man den Kunden, weil du das gerade erwähnt hast, fragt man, wenn er reinkommt, sagt man zum Beispiel, was darf es denn sein? Wenn es aber ein Stammkunde ist, dann sagt man, was darf es denn heute sein? So fühlt sich der Kunde gleich als persönlich anerkannt. Und dass man die Leute auch mit Namen anredet, also immer den Namen auch weiß, das hat sie im DP-Camp gelernt, weil den Überlebenden aus den KZs, die waren ja nur Nummern und existenziell wichtig. Damals ihr früherer Chef hat ihr eingebläut, merken Sie sich die Namen. Und die Namen waren ja, das waren ja sehr schwierige Namen, ausländische Namen. Und die hat sie dann aber alle gewusst. Und das hat sie auch wieder übernommen für den eigenen Laden, dass sie jeden mit Namen anredet. Für diese ernsteren Zwischentöne, also eben das Thema Flucht und Vertreibung oder auch das Camp der Heimatlosen und auch solche Themen wie Frauenrechte. Also da gab es ein Beispiel im Buch, wo mir klar geworden ist, wie anders die Rechtslage heute ist. Wenn wir heute über Gleichberechtigung reden, ich würde sagen, wir sind immer noch nicht am Ende angekommen, aber uns muss auch mal klar sein, wo wir herkommen. Also wie viel Weg schon hinter uns liegt. Und da ist mir auch mit der Luise etwas aufgefallen. Die möchte ja die wirtschaftlich eigenständige Entscheidung treffen, dass sie diesen Laden eröffnet, aber sie braucht ihren Mann dazu. Genau, sie muss um Erlaubnis bitten bei ihm. Also er muss unterschreiben, auch auf dem Gewerbeamt und überall. Aber das ist ja nicht nur das. Also als Frau darf man ja, durfte man in der Zeit nicht irgendwo zu arbeiten anfangen. Man brauchte immer die Erlaubnis des Ehemannes. Also wenn der Ehemann nicht zustimmt, darf die Frau nicht arbeiten gehen. Die Frau hat, also eine Ehefrau hat als erstes die Pflicht, für den Ehemann zu sorgen, für die Familie und den Haushalt fertig. Und wenn dann noch Zeit übrig ist, dann kann sie ja arbeiten gehen, aber das muss der Mann billigen, kann man wirklich sagen, weil er muss ja dann auch prüfen, ob die Arbeit geeignet ist. Also der Hans will dann zum Beispiel nicht, dass sie jetzt wieder, es gab ja noch andere Camps oder sie könnte ja bei den Amerikanern arbeiten als Köchin, aber das will er natürlich nicht, weil er ist ein ehemaliger, kommt aus russischer Gefangenschaft und ein ehemaliger Wehrmachtssoldat und er will jetzt nicht, dass sie sozusagen beim Feind arbeitet. Ja. Ja. Also genau. Ein Führerschein darf man auch nicht machen als Frau, also wenn der Mann da nicht zustimmt. Ja, oder auch, ich habe gelernt bei der Recherche, dass der Mann auch den Arbeitsvertrag der Frau hätte kündigen können, ohne dass sie ohne dass sie was davon weiß. Also wenn ich mir heute vorstelle, mein Mann würde in meine Firma gehen und sagen, meine Frau arbeitet ab morgen nicht mehr her, weil ich will das nicht. Also ja, und in der Zeit, in den 50er Jahren, war das vollkommen normal und absolut legitim. Genau. Und es war so, für die Frauen war es ja ein Rückschritt, weil im Krieg waren sie ja auf sich alleine gestellt. Die Männer waren Soldaten und weg. Und sie mussten alles machen. Sie mussten ja nicht nur sich um die Familie kümmern. Vor allem lebten ja meistens auch noch die Schwiegereltern oder Eltern zu Hause. Ist ja nicht mehr so wie heute. Es waren ja immer Großfamilien. Und sie haben alles gemacht, alles gemanagt und sind dann auch noch arbeiten gegangen. Jetzt kommt der Mann zurück und sofort wieder an den Herd zurück, liebe Frau, und macht das, was ich will und nicht, was du willst. Also krass gesagt. Ja, zurück in die zweite Reihe. Als wäre es nie gewesen. Ja. Ja. Wir haben unsere ersten beiden Fragen. Gerda Milde sagt, in welcher Stadt sind die Frauen und von wo wurden sie vertrieben? Ja, also in Starnberg, das ist bei München 30 Kilometer von München entfernt, eine Kleinstadt direkt am Starnberger See. So heißt der See heißt ja danach. Und da spielt auch der Hauptteil der Geschichte. Ein Ort weiter, so ein paar Kilometer weiter, ist Leutstetten.
ein kleines Dorf, da wohnt die Marie oder findet da Zuflucht. Die Marie kommt aus Schlesien. Die wurde da vertrieben aus Niederschlesien, Glatz, bei Glatz, ein kleines Dorf. Das ist die Lebensgeschichte meines Vaters. Also ich habe auch viel von meiner Familiengeschichte darin eingearbeitet. Es ist ja sowieso die Geschichte meiner Familie, meiner Großeltern und Eltern, aber nicht eins zu eins, sondern sind so Anekdoten dabei. Und ja, genau. Und den Laden übrigens, der, da war der Auslöser meine Lektorin, von die Carla Grosch vom S. Fischer Verlag. Sie hatte die Idee zu dieser Reihe, weil ihre Oma, die ist heute 97, die hatte einen kleinen Laden in Münster. Und die Annabelle im Roman, die kommt aus Münster. Also das ist wieder so die Verknüpfung. Und die kommt auch ursprünglich aus Münster und ist nach Starnberg gezogen, weil sie da den Konstantin von Thala geheiratet hat. Schlesien, wo wäre das heute? In Polen, bei Breslau, ist also dieser Ort, ja. Ja, Breslau. Da musste ich mich auch erstmal gewöhnen und mich belesen, weil ich kannte es zwar von den Urkunden und von den Landkarten im Geschichtsunterricht, kannte ich den Begriff Schlesien, aber wo das jetzt exakt zu verorten wäre, wollte ich lieber fragen. Ja, ja. Ja, sind wir schön abgedriftet von genau. den Kochkünsten. Aber ich glaube, die Frage haben wir beantwortet. Ja, von den Kochkünsten von der Luise sind wir plötzlich bei den Frauenrechten gelandet. Genau. Liebe Steffi, ich habe dich, wie jeden Autor, wie er bei Weltbild liest, um Buchtipps gebeten. Und ich finde, die Frage nach den Lieblingsbüchern oder nach den Empfehlungsbüchern sagt auch immer sehr viel aus. Bevor Sie jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz verwirrt nach Stift und Papier suchen, müssen Sie nicht. Das Social Media Team von Weltbild postet Ihnen die Links zu den Büchern in die Kommentare. Steffi, was möchtest du uns ans Herz legen? Ja, ich fange an mit einem Buch, das jetzt erst erscheint, also im September, am 21. September erscheint der neue große Roman von meiner Freundin Diana Zinsmeister im Goldmann Verlag, der heißt Die vergessene Heimat, und darin geht es um die wahre Fluchtgeschichte ihrer Eltern, und als ihr Vater an Demenz erkrankt, kommt die raus. Also es ist eine ganz, ganz spannende, sehr berührende Familiengeschichte, die sehr lesenswert ist. Und ich durfte die Entstehung begleiten, weil wir eben eng befreundet sind und oft telefonieren. Und deswegen kann ich den Roman sehr empfehlen. Als zweites mein allerliebstes Lieblingsbuch, das ich schon mehrfach gelesen habe und das ich jedem, der dicke, dicke Bücher liebt, ans Herz legen möchte, ist Es von Stephen King. Also Kontrastprogramm, da geht es um die Urangst, und ich finde das einfach genial, das Buch, weil das sind 7 Freunde, also nicht wie bei den Wunderfrauen 4, und die besiegen ihre eigene Ängste mit Hilfe der Freundschaft, und das finde ich so genial, und das kann man immer wieder lesen, wenn man immer wieder was Neues entdeckt. Also wer das noch nicht gemacht hat, unbedingt lesen. Und als möchtest du was sagen? Damit habe ich nicht gerechnet, dass du jetzt Stephen King empfiehlst. Ich habe jetzt gedacht, es kommt irgendwas Nettes. Ach so, ja, aber Stephen King kann auch nett sein. Da gibt es was Wunderbares über das Radfahren. Das ist meine Lieblingsstelle. Also das Fahrrad hat ja da eine besondere Rolle in dem dicken 1500-Seiten-Roman. Ja, und als drittes habe ich mir gedacht, es ist jetzt wie bei den Wünschen. Man hat 3 Wünsche frei, und als drittes wünscht man sich, dass jeder Wunsch in Erfüllung geht. Deswegen als drittes Buch empfehle ich die Romantherapie. Ich habe es hier, ich zeige jetzt mal. Also die vergessene Heimat von Diana Zinsmeister habe ich noch nicht hier, weil es ja erst erscheint. Hier haben wir Es. Und hier ist jetzt die Romantherapie. Die Autorinnen Ella Berfaut und Susan Elderkin mit Traudel Bünger. Und weil ich empfehle das deswegen, weil es ist ein Buch der Bücher. Man ist gewarnt, weil hinterher hat man eine ganze Bibliothek, so wie ich hier hinten, wenn man das Buch durcharbeitet. Es ist nämlich ein Buch, man kann sich immer Tipps in allen Lebenslagen holen, aber gleichzeitig liest sich es auch wie ein ganz toller Roman. Man muss gar nicht unbedingt die Bücher lesen, die empfehlen für jedes Lesewehwehchen, sondern man kann auch einfach die
die Beschreibungen lesen, die sind schon so toll. Also ich liebe dieses Buch sehr und habe es auch schon oft gelesen und benutze es richtig wie so ein Rezeptebuch. Wir haben noch eine Frage bekommen und das passt wunderbar zu dem, was ich dich noch fragen will. Ena Wa fragt, wie geht es weiter und kannst du etwas zu Band 2 verraten? Und ich wollte es ja schon sagen, es ist ja eine Trilogie, Band 2 und 3. Magst du uns erzählen, wann sie herauskommen und so ein kleines bisschen erzählen, was für eine Zeitschiene da vorherrscht und vielleicht auch ein bisschen mehr? Ja, genau. Also das zweite Teil erscheint im Frühjahr, im Februar 21 und der dritte schon im Herbst. Also ich sage schon, weil für mich als Autorin ist es ein kurzer Zeitraum, ein halbes Jahr. Aber für die Leser, wenn sie es mögen, ist es wahrscheinlich lang. Und im zweiten Teil begleiten wir die Frauen in die 60er Jahre, sie spielt Anfang der 60er Jahre und da hat sich die Emanzipation schon ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen sage ich jetzt, weil sie haben wieder zu kämpfen, also diese Rechte, sich wieder diese Rechte zu erkämpfen und sie sind ja alle 9 Jahre älter geworden und ja, genau, es gibt wieder eine Menge Musik zu fühlen in den Büchern oder in dem Buch. Und ich glaube, ich verrate jetzt mal noch nicht so viel, was die Figuren, weil dazu muss man ja vielleicht erstmal den ersten Teil kennen, sonst verrate ich zu viel, was jetzt, wie es mit den Einzelnen weitergeht. Im dritten Teil, der spielt in den 70er Jahren, so um die Olympiade herum, 1972. Also ich habe ja Band 1 schon gelesen. Also ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ne? Ich habe es Oh, gelesen. und Und ich habe am Band Ende gedacht, 2. oh, ist das fies, ich will jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich geguckt, wann kommt das nächste Buch raus? 6 Monate. Ah, für dich natürlich kurz. Wie lange brauchst du denn, um ein Buch zu schreiben? Ja, also in dem Fall, für das erste habe ich jetzt ein knappes Jahr geschrieben. Mit Lektorat und allem war es jetzt halt ein Jahr. Und jetzt werden die Zeitabstände halt kürzer, weil jetzt mache ich ja auch Lesungen und Veranstaltungen und dann komme ich auch weniger zum Schreiben, was ja ganz toll ist. Aber es ist halt, vorher bin ich ja in meiner Kapsel hier zu Hause, also so eine kleine Kapsel, wie ihr hier im Hintergrund seht. Das ist mein Schreibzimmer und da sitze ich den ganzen Tag und schreibe so vor mich hin oder frage meinen Mann, wie es weitergeht. Und genau, aber ansonsten gehe ich ja nicht nach draußen. Aber jetzt, wenn das ist ja das Buch erschienen, jetzt mache ich ja auch viel rund um das Buch und genau, dann wird es als etwas kürzer mit der Schreibzeit und ja, dann. Ein halbes Jahr ist sehr kurz für mich. Aber ich Ich schaff's. glaube. Ich bin schon relativ weit. Also ich hab's fast. Du hast gesagt, jetzt geht es so ein bisschen rund ums Lesen und rund um das Buch. Hast du schon Termine oder kannst du uns was sagen, wenn jemand jetzt gesagt hat, hey, ich möchte dich live erleben, ich möchte Ja. gerne mal in eine Lesung gehen von dir? Genau. Also ich habe eine Lesung in Maisach. Maisach bei München. Da kann man auch gut mit der S-Bahn hinfahren. Am 7. Oktober um 20 Uhr. Im Bürgersaal. Da stelle ich die Wunderfrauen in echt vor, also wirklich live auf der Bühne oder vorne vor der Stuhlreihe, je nachdem. Genau. Das ist. Und dann gibt es noch einen Termin auf der Frankfurter Buchmesse, aber die ist ja diesmal, das ist noch nicht ausgegoren, also die wird ja virtuell sein, die wird virtuell stattfinden und da bin ich auch dabei mit einer Lesung. Und wie ist so der Unterschied für dich, wenn, also ich meine, wir wissen ja gerade, uns sehen Menschen zu und stellen live Fragen. Wie ist der Unterschied zwischen diesem digitalen Miteinander zu dem echten? Wie fühlt sich das für dich an? Ja, es ist für mich neu, aber es ist ganz, ganz toll, weil das mit den Fragen stellen, also wenn man in echt, in live irgendwo sitzt und meistens lese ich dann, erzähle und dann sage ich, haben Sie noch Fragen? Und dann kommt meistens nicht so viel wie jetzt hier im Internet. Ich glaube, da traut man sich eher, da trauen sich die Leute eher zu fragen, als jetzt vor Publikum oder im Publikum. Deswegen finde ich es ganz toll, dieses Format. Traust du dich denn? Gehst du zu Lesungen und fragst? Ja, ich traue mich. Ich frage immer so Fragen, die man halt als Autor wissen will. Was will denn ein Autor wissen? Ja, halt, also über die Recherche eben auch. Und ja, so Details kommt jetzt drauf an, was es ist. Aber ja, ich bin immer sehr neugierig. Also ich traue mich da schon.
Das ist schön. Also, Steffi, wir haben heute ganz, ganz viel gelernt über die 50er Jahre. Und ich hoffe, wir haben nicht zu sehr gespoilert. Ich glaube, wir haben uns so schön am Rand bewegt vom Buch mit den ganzen Themen, die es so in sich hat. Und das hat mich total begeistert, weil wenn ich jetzt das Cover anschaue, vier Frauen, vier Freundschaften. Ich habe am Anfang gedacht, das wird ein Freundschaftsbuch. Schön, ja, aber eben ein Freundschaftsbuch. Und dann habe ich gelernt über die Rechtslage, über die vertriebenen Themen, über den teilweise echt erschreckenden Wortgebrauch in der Nachkriegszeit, aber eben auch über solche Dinge wie, wie ist das Frauenbild gewesen? Wie war das Männerbild? Wie war das Zusammenleben in den Familien? Und ich hatte das Gefühl, dass da auch viel Wissen einfach drin steckt in den 500 Seiten. Dass es nicht nur eine schöne Geschichte ist, es liest sich wunderbar weg, keine Frage, aber ich finde, das ist mehr als das. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast gewesen bist und mit mir zusammen diese Stunde verbracht hast. Nochmal, Die Wunderfrauen, letzte Woche erschienen, ab Montag auf der Spiegel-Bestsellerliste von Stefanie Schuster. Tolles Buch, gibt es in jeder Weltbild-Filiale und bei Weltbild Online.